2022. Bald ist Weihnachten. Und auch heute haben wir für Sie ein Türchen vorbereitet. Und da geht's ja richtig rund. Das ist ungefähr wie der 22. Dezember, kurz vor Weihnachten. Da kommt so langsam die Stimmung hoch. Man riecht überall Plätzchen und leckeres Spritzgebäck und Vanillekipferl und den ganzen anderen Kram, den man so zu Weihnachten isst, nicht? Und man riecht es und man hat Bock und man wird immer reingezogen und man wird immer mehr und mehr und mehr gehypt auf diese ganze Sache. Und wenn das passiert, dann hat man richtig Energie im Tank. Und wenn man Energie im Tank hat, dann lässt man die gerne mal raus in Watkins. Und in Watkins Glen, da geht es an einer Stelle so richtig schön berg runter und dann berg hoch. Und auf einmal wird es ziemlich eng. Und wenn man sich da ein bisschen verschätzt mit so sehr viel energischer Energie, die man hat zu Weihnachten, dann macht man auch einfach mal Folgendes. Und das können Sie sich hier in dieser Folge, in diesem Dokumentarfilm ansehen. Aha. Es geht berg runter. Mit Geschwindigkeit. Richtig auf Zack. Aber da hat noch irgendeiner ein bisschen mehr Bums drauf, weil der hat noch mehr Bock auf Weihnachten. Das ist ein Klassiker. Ich frage mich übrigens, was bei dem letzten Menschen passiert ist, der das Auto scheinbar nicht gesehen hat, der quer über auf der Straße da stand. Aber gut, manchmal steckt man einfach nicht drin, nicht? Der Kinderpunsch kann schon mal ballern. Was kann man jetzt dazu sagen? Na ja, das kann wirklich mal passieren. Da muss man... Also man sollte sich schlecht fühlen, man sollte darüber nachdenken, was man da getan hat. Passieren kann es trotzdem. Immer und jedem kann das in dieser Kurve mal passieren, dass man mit zu viel Schwung hochkommt und der Vordermann sich vielleicht verbremst hat. Und da müsste man nochmal ein bisschen nachkorrigieren an der Stelle, um das Auto um die Kurve zu kriegen. Aber, Sie werden es nicht glauben, aber der Lamborghini hat mir einen Brief geschickt. Lieber Weihnachts-Dizzy Jutke, Mann, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann stehe ich mit einem Bier vor deiner Tür. Das ist schon Bestechung, oder? Geht das? Ist das schon Bestechung? Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich den Mercedes dort eben gerade aus der Kurve rausgeschoben habe. Leider Gottes ist dem Mercedes das Heck weggerutscht und ich konnte in dem Moment nicht mehr darauf reagieren und habe ihn dann rausgeschossen, weil ich etwas zu viel Geschwindigkeit hatte. Ich habe noch versucht, ihn zu retten, indem ich bremse und ihn nicht berühre, doch leider konnte ich darauf nichts mehr machen. Ich bitte hier an dieser Stelle um Nachsicht und bitte schenke auch ihm zu Weihnachten als auch mir zu Weihnachten ganz viel Liebe und Zuneigung. In Liebe, Lamborghini. Dem Mercedes ist der Hintern weggerutscht und der Lamborghini hat darauf reagiert und dann kam es zu einer Kollision. No further action. Rennunfall. Und damit möchte ich das Türchen schließen für heute. Bis zum morgigen Tag.